Hallo, guten Tag. Es meldet sich die kotzende Jazz. Wir schauen uns jetzt das neue TCG-Video an. Und nee, das war scheiße. Was sollen wir machen? Hi. Ich bin's, Jazz von Kotzening. Wie geht's euch? Mir geht's wieder gut. Ich habe zum Glück nicht geschissen. Das ist mir erspart geblieben. Aber gekotzt habe ich. Naja, egal. Wir gucken uns jetzt das Video an. Ich weiß nicht, wie man Intros macht. Ich bin super, super cringe. Cool. Yay. Hi! Das machen wir auch immer. So ist richtig, oder? Hi, Freunde! Hier ist schon wieder die Alde! Die Alde mit der Falde! Woo! Wir gehen jetzt ins neue TCG-Video rein und wir gucken uns an, wie Leute lustige Sachen machen. Woo, geil! Ah, und ich trinke einen Tee, denn ich bin eine Fee, weil ich hab richtig geil gekotzt. So, ist gut, ne? Jetzt ist anregend auch. Jetzt sagen die Leute, oh, geil, Energy, rein jetzt. Wow, wir wollen auch kotzen. Jetzt geht's los. Hallo Twitch-Stims Journey. Viel Spaß beim Video. Runterzufallen wäre auch ganz blöde. Ich halt runter. Ich lebe heute in den Runden sehr lange, ne? Wow. Das ist cool. Sorry Gott, ich hole ich mir. So Leute, jetzt bin ich wieder ohne Handicap unterwegs. Bam und schon ist auf der 1, ne? Seht ihr das? Da seht ihr mal, was ich eigentlich kann, wenn ich nicht. Wenn ich nicht. Wenn ich nicht die. Wenn ich nicht die. Mann! Was ist das? Hey! Leute, wollt ihr mich fahren? Einfach die Dings. Alter, ich sag nie wieder irgendwas, ey, das ist ja wirklich. Oh mein Gott. Ach, das ist diese Erhöhung, das schafft doch kein Mensch. Das ist die Erhöhung, ja. Es ist ja die Höhe. Wow, gut. Dein Ich schwöre, ich hab Ernst? das in meinem Leben noch nie geschafft. Das hat keiner gesehen. Hä? Ich hab's wirklich nicht gesehen. Was ist, was war? Oh, ich mach leiser statt. Ja, ich hab's in was meinem ist denn Leben noch passiert? nie geschafft. So Nacken. Oh. Und die Schlüssel ist so ganz geblieben? Das hat keiner gesehen. Oh, fuck. Oh, hey, warte mal, will sie diese Giraffen malen? Das sieht aber nicht so aus. Wie das Bild von den Giraffen, was sie da malen will. Soll das noch so werden? Ja, komm, das ist jetzt nicht so schlimm. Kannst du Ach, drüber malen. nein! Mal mit Geld drüber. Ich komme eigentlich Einfach halbwegs gut. mit Gelb rüber malen, dann ist schon alles wieder gut. Mit der Steuerung klar. Ich werde übrigens auch meine Wohnung ummalen. Weil ich habe so richtig dunkel, dunkel, dunkel Tannengrün. So sind einige meiner Wände gestreicht. Aber weil diese Wände genau die Wände sind, wo der dunkelste Part vom Zimmer ist, weil es genau nicht an Fenster ist. Das heißt, ich habe übel die viele Fenster. Ich habe eine ganze Fensterfront, hier, Fensterfront, Fensterreihe mit riesigen Fenstern. Da, wo die Wand ist auch ein Fenster. Aber da wird es nicht angeleuchtet vom Licht, weil das ist die dunkle Seite von meinem Haus. Das heißt, es ist gerade so die dunkelste Ecke in meiner Wohnung. Das heißt, die Wand sieht gar nicht dunkelgrün aus, sondern alle denken immer, ich hätte meine Wand fucking schwarz gestrichen. Und das ist übel Kacke, weil ich will nicht, dass Leute denken, dass meine Wand schwarz ist. Und mittlerweile denke ich selber, dass meine Wand schwarz ist. Anfangs habe ich es mir noch eingebildet, dass sie grün ist. Aber nur, weil ich weiß, dass sie eigentlich grün ist. Deswegen sehe ich, dass das grün ist. Naja, egal.
Aber ich habe heute im Bauhaus, weil ich ein paar Sachen besorgt habe, weil ich mit was anfangen werde. Und ich versuche mir... Achso, warte, wir sind ja im YouTube-Video. Stopp, ich muss aufhören mit so privatem Scheiß. Auf jeden Fall werde ich meine Wände anders grün streichen. Denn ich muss mit einberechnen, dass dort kein Licht scheint und dass das heller sein muss, damit das grün aussieht. Das wollte ich sagen. Entschuldigung, ich höre auf, so auszuschweifen. Das war's an der Stelle dann komplett. Nope. Ey. Ich erzähl's euch gleich. Ah. Nope. Alter, komm. Ey. Ich komme nicht hoch, wa? Ja. Nope. Ey, komm. Oh mein Gott. Okay, wait. Lass mich kurz das hier einsammeln vorher. Bevor rückwärts. Ich hab Angst, dass der Pull irgendwie verfliegt oder so. You know? Nope. Na, ach, nope. Mann. Warum hab ich das mit der Steuerung gesagt? Doni, zeige es uns. Ich zeige es euch jetzt. Do it! I do it! Was? Was? How? Mm-mm. Nochmal. Das ist ein Scam. I do it! Die hat einfach den übel kleinen Oberarm. Guck mal, was die für Oberarme hat. Guck mal, wie lang mein Oberarm ist. Guck mal, hier ist mein... Guck mal, die hat einfach die Hälfte... Hier fängt ihr Knochen, ihr Gelenk, ihre Beuge. Die hat einfach einen Mini-Oberarm. Ihr Oberarm ist so klein wie mein Ego. Einfach den übelst kleinen Oberarm. Ich bin jetzt bereit, die Didis um den Applaus zu empfangen. Guck, wie klein. So. So. Meiner ist so. Deswegen kann sie das. Okay, warte, ich versuch's auch. Ne, guck. Was für einen langen Oberarm ich habe. Ich versuch's jetzt auch. Ich will das jetzt auch versuchen. Ich habe einfach einen zu langen. Meiner ist zu lang. Meiner ist zu lang! Ich brauche auch einen kleinen Oberarm. Ich komme nicht mal ansatzweise ran. Nicht mal ansatzweise, vergessen wir es. Wow, Alter. Wow, Alter. Kann ich das sagen, was ich gerade denke? Ja, muss ich. Bitte. Das klingt. Ja. Wenn das Level an Excitement ist, dann ist sie im Bett bestimmt richtig anstrengend. Ja. Wow. Boah, oh, der ist immer so fies. Flo ist immer so fies. Flo, sei nicht immer so fies. Oh, immer. Immer ist er so fies. Ich will gar nicht zu Copy and Taste. Am Anfang haben richtig viele Leute gesagt, geh zu Copy and Taste, geh da hin. Aber ganz ehrlich, ich will da gar nicht hin. Weil ich muss ja Angst haben, dass Flo mich einfach die ganze Zeit beleidigt. Ich muss ja Angst haben, dass der mich die ganze Zeit beleidigt, wie hässlich ich bin und wie komisch ich aussehe und warum ich so komische Geräusche mache. Ich muss ja die ganze Zeit Angst haben, dass er sagt, wie unqualifiziert ich bin und wie scheiße ich bin. Da muss er Angst vor haben. Deswegen will ich gar nicht zu Copy and Taste, weil ich muss Angst um meine Psyche haben, wenn ich da bin. Oh. Aber ich glaube, Olli fängt mich auf. Die dürfen davon nie erfahren, bitte. Das muss unter uns bleiben. Weil ich weiß, es gibt immer so die ein oder anderen Leute, die klippen das und schicken das, dann das dahin. Hallo, Entschuldigung. Schickst du einfach wen vom Chat hin? Wir wissen, wie hässlich wir sind. Die ist nicht hochgeladen worden? Oh, weiß ich gar nicht. Ich muss mal Clippy schreiben. Warte. Aber der heißt ja gar nicht Clippy, ups. Der heißt ja Twitch. Ich frag ihn mal direkt.
Ah, nee, warte. Ich glaube, ich weiß, warum. Nee, never mind. Mir fällt jetzt, wo ich ihm gerade geschrieben habe, ob er mitbekommen hat, ob ich das gemacht habe oder ob er irgendwie was braucht, ist mir eingefallen, er kann das gar nicht gesehen haben, weil seit neuestem meine Videos immer automatisch nicht hochgeladen werden. Obwohl ich das eingeschalten habe, dass meine VODs automatisch hochgeladen werden. Das geht jetzt aber nicht mehr, weil ich irgendwie zu oft gegen diese Lizenz, Musiklizenz-Richtlinien verstoßen habe wohl. Aber auch schon bevor ich Spotify benutzt habe. Deswegen benutze ich jetzt einfach Spotify, weil diese scheiß Twitch-Clips, also diese Twitch-Clip-Sounds irgendwie auch dagegen verstoßen teilweise. Das heißt, ich muss jetzt jedes VOD manuell nochmal hochladen. Und da ist es dann aber so, dass übel viel von dem Part gemutet ist. Außer der Part, wo keine Musik läuft. Also müsste das Video ja mit Ton sein. Aber ich muss das erstmal veröffentlichen, damit der das überhaupt... Oh, ich bin so doof, Alter. Ist meine Schuld, sorry. Ich muss übrigens mal was essen. Haben wir überhaupt noch was? Abgelehnt. Negativ. Kannst mein drittes Bein haben. Niemand, also wirklich niemand, will auch nur in die Nähe deines dritten Beines kommen. Sir, es sieht noch appetitlich aus. Junge. Aro und Dina haben gewonnen. Nein. Oh, Gott. Das war Max. Timing. Das war sehr gutes Timing. Geil. Oh, genau, Alter. Wie dumm. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich hab einfach geschätzt, Leute. Wie wurde er genannt? Schnell noch die Blume auspacken. Testosteron. Was? Das kapier ich nicht. Oh mein Gott. Was hat denn Kerosin mit Testosteron zu tun? Und dann ganz plötzlich war sie nackt. Ihr habt euch geliebt. Ihr Becken auf den Weg. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Ich merke gar nicht, dass ich da bin, die Honks. Was guckt ihr denn? Wow. Ha! So viel dazu, ihr Trottel. Jetzt. So. Boah, das ist aber auch richtig gemein. Das sieht man ja nicht. Das hätte auch nur Schwelle sein können. Oder so ein Bahnübersteigkante. Aber wie ist er? Hä? Der Vogel. Der Wolf lebt noch. Er versucht sich zu befreien. Er macht einen Hubschrauber. Oh nein. Der angerufene Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Please hold the line. The person you're calling is not available. Please leave a message after the tone. Ach, schon wieder gehen die nicht ran, die Wichser. Ich rufe da schon seit Tagen an. So, jetzt Feuer, hier wahrscheinlich. Seele am Eingang haben jetzt wir weiß ich, wer das ist. Bogen. Das ist ein Flitzebogen, aber kannst du einfach, weil es leuchtet, mal holen. Natürlich. Du wirst wahrscheinlich auch nicht von Geistern angegriffen währenddessen. Ha! Was, Mauki, Mann! So, wenn du bei irgendwelchen krassen Bossfights irgendwie vielleicht mal nicht First Tries, ist die eine Sache, aber sowas hier ist, Es tut mir so leid! Indiskutabel! Sebastian, sie ist Song of Horror. Manchmal kann man es nicht lesen, ne? Hintergrundlicht ist ja geil. Hallo und E drücken. Das ist ja geil. Ich habe auch, ich sehe immer so viele Neon-Dinger von Leuten, Twitchern oder so, wo dann so der Künstlername draufsteht. Und ich hätte auch voll gern so ein sowas. So ein Ding. Aber mein Name ist einfach zu lang. Jazz von Sperling wie Pain. Ist ja ultra der Stress. Das geht ja nicht. Oh, deswegen werde ich nie so ein Ding haben können, weil nur Jazz ist Pain und nur Sperling oder von Sperling ist auch irgendwie weird. Deswegen
Nee, nur die ersten Buchstaben ist ja richtig dämlich. Checkt ja keiner, was es bedeuten soll. Nee, JVS, da checkt ja niemand was. Das ist schon wieder zu kurz. Und von S, alles, jede andere Variante ist kacke. Ich sag's, wie es ist. Von Sperling ist kacke, nur Sperling ist kacke, Jazz ist kacke. Wenn dann, es muss Jazz von Sperling heißen, weil das so ist mein Name. Und oft ist es halt so, dass diese Leute so einen Namen haben. So dieses, so wie hier, Fantim. Oder Gronk. Oder Gnu. Oder andere Sachen. Aber das ist zu lang. Deswegen, das geht nicht. Nenn dich um. Klar, ich gehe kurz zum Rathaus und lass es umändern. Die Taschenlampe ist echt voll. Schluckt. Du bist nett, aber lass bitte die Warze entfernen an deiner Nase. Oha. Nein. Lass ihn doch seine Warze haben. Seit wann hat er eine Warze? Mein Gott, die fällt mir jetzt erst auf. Seit wann hat er da eine Warze? Oh. Wie kann man vereisen? Man kann sich so einen Vereisungsstift holen und dann hätte man mitten auf der Handfläche eine Warze. Als kleines Kind. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich bin immer wieder... Das ist cool, die Suppe. Oh, geil. Ich bin immer begeistert, wie viel man aus Spargel tatsächlich machen kann. Oh. Wie er guckt, wie er das richtig hinguckt. So, oh, was hab ich da für eine Scheiße gemacht? Ich habe das Gefühl, die Dinge werden etwas haarig. Und zwar nicht im positiven Sinne. So im positiven Sinne? Ey, toll, danke. Verarschen kann ich mich ja leider. Warte mal. Das heißt, ich kann Katha entführen. Wenn sie das nächste Mal versuchten, ihren Koffer zu kommen, kann ich einfach Katha dann mitnehmen und entführen. Und Katha ist kleiner als ich. Ich habe Serienkillern gerade so eine gute Vorlage gegeben. Oh, Leute! Ja, Jevraldis, jetzt rechtfertigen Sie sich. Na, du fühlst dich da jemand ertappt? Na? Ausdauerwettbewerb haben. Nee. Nee. Die Nokia-Phones, die dann aus dem vierten Alter, Stock der davor. Creeper. Fast die Diamanten weggesprengt. Huh. Die aus dem vierten Stock gefallen, runtergefallen sind. Und da kam ein zweiter Creeper hinterher. Und der hat die jetzt wirklich weggesprengt. Kann ich mal ganz kurz erwähnen, dass ich das gerade das erste Mal mit Tastatur spiele und das ja viel einfacher ist mit Maus und Tastatur? Das, ja, ne? Das Game ist ja. Das ist ja gar nicht so schwer, wie ich immer dachte. Ja, doch, schon. Mit Maus und Tastatur ist einfach. Da was explodiert und war sowas. Ja. Das sind Displays. Ja, das sind Displays und. Hey, Chivo, weißt du, was mir gerade passiert ist? Knuffig! Hat sie ihre Wand abgerissen? Ist ihre fucking Wand abgerissen? Oh, das müssen wir dem Rezo schicken. Der macht doch ständig Werbung für diese scheiß Teile da. Oder wer war das? Irgendwer. Wenn ich irgendwelche Videos schaue, dann irgendeiner von denen, von dieser Bande da, macht ständig Videos für diese Kackdinger. Oder war das dieser Cutter von dem? Dieser Tim? Tim? Tom? Tim Tom? Tim Tom Tom? Ja, nicht so geil, der Scheiß, wa? Ey, Chivo, weißt du, was mir gerade passiert ist? Ach, Scheiße, ey. Knuffig. Oh Mann, das ist mir aber auch schon mit so vielen Dingen passiert, ey. Ich habe irgendwas angeklebt, irgendwelche Bilder mit so einem Patafix-Kram. Und dann ging die Scheiße nicht ab und dann ziehe ich ihn und reißt die komplette Tapete mit ab. Kalt macht aggressiv. Das habe ich jetzt schon sehr oft gelesen. Doppelseitigen Kack, ich weiß nicht, was es war. Ja, Knuffig, also wenn du irgendwas richtig süß findest, dann wirst du irgendwie aggressiv und dann musst du irgendwas zerquetschen. Deswegen will ich auch immer Hamster zerquetschen. Was? Also wenn ich Hamster sehe, die passen halt actually richtig gut in meine Hand hinein. Und am nächsten würde ich so richtig schön knuddeln und so richtig fest. Das ist alles gut, keine Sorge. Mörderin! Das macht keinen Sinn. What the fuck?
Speisesaal. Juhu, das nicht, dass du nachher... Nein, nein, sie hat es gedreht, während sie auf der Nase lag. Das ist der böse Flo. Sweet. Okay. Was? Ist das der goldene Schnatz? Hab ich auch so ein Ding? Hab ich auch so ein Ding? Warte, lass mich gucken, ob ich auch so ein Ding habe. Ich weiß, ich hatte mal so ein Ding, aber ich glaube, ich hab's weggeworfen, weil ich dachte, was für ein Bullshit. Ich glaube, ich hab das nicht mehr. Ich glaube, ich hab's weggeworfen. Ja, ich hab's weg. Ich hab's ganz sicher weggeworfen. Ja, ich erinnere mich, ich hab's weggeworfen. Beim letzten Aussortieren meiner Schreibtischschränke. Was ist das denn jetzt? Das muss ich aber drehen. Der kam spät. Ich nehme zwei Steinschwertschlüssel. Ich kann richtig gut Sachen auf meinem Kopf balancieren. Warte. Guck mal. Nehmen wir jetzt das hier. Nehmen wir den Deckel ab. Guck. Zack. Weil ich habe oben so eine richtig flache, Birne. Mein Kopf ist nie rund. Mein Kopf ist viereckig. Deswegen kann ich alles auf meinem Kopf balancieren. Selbst wenn es rund ist. Weil einfach mehr Fläche geboten ist. Fläche? Das ist ganz... Ich sag doch lieber Fläche. Hasse es. Was kann ich noch balancieren? Meine Tasse. Tada! Ich kann alles auf meinem Kopf balancieren. Alles. Auch dich kann ich auf dem Kopf balancieren. Ich bin ja männlich! Sind immer noch männlich? Das Gesicht. Oh mein Gott! Nein! Was? Aber heiß. Das Gesicht bleibt erhalten. Das wusste ich gar nicht. Wie gut. Wo bist du denn? Er ist halt komplett. Da ist nichts passiert. Oh, nee. Wer ist der Typ? Ist das Ihr Freund? Oh. Ich glaube gegen den Mülleimer. Hatten die keinen Cosplay an? Geht mal auf eine Comic-Con nicht immer mit Cosplay? Wie bequem ist denn der Mülleimer? Könnt ihr bitte keine Interviews sein? Lol. Hä? Was ist das mit diesem Fotografieren? Kann das jemand erklären? Franny hat das auch. Ich war mit Franny gestern im Kino. Mit ihr war ich gestern im Kino und mit ihr habe ich fast gekotzt. Wir haben Dumbledore und seine Geheimnisse geschaut. Wie Franny. Das hat Clippy rausgeschnitten. Ach so. Oh, ich hätte nicht erwartet, dass er da ist. Oh Gott. Das war tatsächlich Bronco. Bronco? Bronco kennt sich mit Tieren aus. Oder? War das nicht Bronco? Ach, nee, sind das Pans echte Haare? Nee, Pan hat eine Perücke auf, oder? Warum hat Pan eine Perücke auf? Okay, du kennst dich mit Drachen aus, oder? Ich kennt sich mit Drachen aus. Ah, ja. Mhm. Bronco. Ja. Wo leben Penisraupen? In seinem Po. Okay, Willibert. They can rot up your windows. They lock up your doors, yeah. But yeah, keep washing your hands. Dann Eva Kor wieder ganz Standard. Jetzt schreit sie wieder. Warte, sie schreit jetzt. Warte, gleich schreit sie wieder. This is a war. Burn, burn, war.
Ja, das ist das, Eva in the nutshell. Immer am Schreien. Bei lebendigem Leibe. Brenn! Brenn! Ja! Ja! Wie er seinem Kollegen noch in die Augen guckt dabei. Und dann haben die so alles gemeint, klar, hey, bist du nicht voll oft bei Twitch Clip Germany? Ich so, ja. Und ich so, ja, voll cool. Ich so, oh, danke schön. Das war so komisch. Also, das war auch das allererste Mal, dass ich so wirklich erkannt wurde. So, könnte gerne öfter passieren, wenn die Leute halt immer korrekt sind. Ne? Du weißt ja, halt ja nie, nur wie die Leute halt auf einen reagieren. Also Jungs, falls ihr das seht, Grüße an die Ulmer Jungs am Bahnhof. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen, auch wenn ich keinen Plan habe, wie ihr heißt. Aber danke schön, dass ihr mich angesprochen habt. Ich habe auch schon richtig viele Leute an ganz vielen Stellen wiedererkannt. Nicht durch Twitch, sondern durch mein anderes Ding. Also ich habe ja erst als Model gearbeitet, bevor ich das hier gemacht habe. Und ich war zum Beispiel bei Powerwolf in einem Musikvideo. Ich war bei den Orsons von ihrem neuen Album im ersten Musikvideo, was sie hochgeladen haben, drin. Dieser Haupt bei beiden Dingens ein Hauptcharakter. Dann alle möglichen Modeljobs. Und da kamen tatsächlich immer wieder Leute in ganz weird, oder von Instagram, dass mich Leute irgendwie von Instagram kannten. Einmal war ich in Berlin. Also nicht mal in meiner Stadt oder so. Ich war in Berlin. Und ich weiß nicht mehr warum, war auch wegen einem Modeljob. Auf jeden Fall habe ich mich da mit einem Kumpel getroffen. Und eine Freundin war auch noch dabei. Und dann haben wir uns da hingesetzt und es war so eine Craft Beer oder irgendwie sowas. Und wir waren draußen. Auf einmal kam so eine ganze Horde von so grünen, wie heißen die, Kobolden? Dieses Koboldfest mit dem goldenen, mit dem Gold am, dem Regenwurm. Regenwurm? Wie heißen die nochmal in der Luft? Regenwurm? Nee. Wie heißen diese Regen, wenn der Topf in dem Regenwurm? Nee, ja, Regen. Aber es ist ähnlich wie ein Wurm. Es ist so ähnlich wie ein Wurm, nur nicht ein Wurm. Regenbogen! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, stopp. Oh mein. Kein Regenwurm. Aua. Ah. Ah. Hilfe. Oh Gott. Ah, mein Hirn. Ja, das auf jeden Fall. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ach ja. Und dann kam dieses Irish Fest oder so. Und dann kamen sie. Warum mache ich eigentlich die ganze Zeit so? Die fliegen ja gar nicht. Auf jeden Fall kam dann random von dieser Masse. Es waren irgendwie so 15 Leute oder so. Die haben sich halt die ganzen Bank. Es waren so lange Bänke so. Und dann kam einer von denen rüber mit seinem Hut, mit seinem Glückshut, mit diesem grünen Hut und diesem grünen Koboldkostüm. Und ich war schon so, St. Patrick's Day, ja, ich glaube, das war's, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam der so rüber und ich dachte so, oh nee, was für ein cringer Typ, lass mich in Ruhe, ey, mit deinem Kostüm. Du siehst aus wie ein Kobold. Und das ist schon so, der will mich schon wieder an, das weirdes, cringes anmache. Und oder fragen, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. So, weißt du, ich habe immer so, wenn so Typen zu mir kommen, denke ich mir so, oh, was wollen die jetzt wieder? Und dann meinte der so, ey, du bist doch die aus dem Musikvideo, oder? Und ich so, aus welchem? Und er so, ja, die Orsons, oder? Und ich so, ja. Und jetzt? Das war so übel weird, so, okay, ja. Tschüss. Ich hasse das. Ich will nicht, dass Leute mich ansprechen. Also bitte sprecht mich nicht an, wenn ihr mich erkannt habt. Ich möchte nicht angesprochen werden. Oder machen die das denn jetzt extra? Ist es schlauer zu sagen, sprecht mich an? Umgekehrte Psychologie? Tut, was ihr wollt. Ich verprügel euch halt dann, ne? Müsst ihr halt aber drauf. Irgendwie wollt das gerade nicht in meinen Hintern rein.
Ja, okay. Nice. Ich kam mit der Hand nicht rein. Ich hab's versucht. Kann ich bestätigen? Kann ich bestätigen? Hm. Ich kam mit der Hand nicht rein, war viel zu eng, also kam Alex und hat geholfen. Das ist korrekt. Das war ein sehr schöner. Das war wirklich ein sehr schöner Abend. Muss ich wirklich sagen, Doni. Also gerne wieder. Verdammt dich mit dem Schwitzkasten. Wir wechseln uns immer mal ab. Ja. So siehst du das? So. Okay. Also, wir machen so. Und dann machen wir. Ey, das klappt ja wirklich. Hä? Kann ich das auch? Hä? Kann das jeder? So. Hä? Wie macht sie das? Sie kann das, aber ich kann das, glaube ich, nicht. Ich habe halt... Ja, so, und dann... Wo kommt der... Wo kommt der andere hin? So. Hä? Gib mir das Geld! Nee. Nein, niemals! Ah. Irgendwann mal wurde mir diagnostiziert, dass ich eine Hyperflexibilität mancher Gelenke habe. Also ich kann mit meinen Beinen, die sind hyperflexibel. Zum Beispiel mein Knie. Mein Bein ist so. Oder Ellenbogen. Oder mein Hüftgelenk. Ich kann mein Hüftgelenk so übel krank rausmachen und dann mein Bein so. Aber meine Schultern sind, glaube ich, nicht überflexibel, wenn ich das nicht kann. Beziehungsweise, wo soll der andere Arm hin? Ich verstehe nicht. Warte, wie hat sie den Arm gemacht? So. So. Und dann? Hä? Ich check nicht, wo der andere Arm hinkommt. Ach so, jetzt! So macht sie das ja. Dann kann ich das auch. Ey, das klappt ja wirklich. Ja, okay, dann kann ich das auch. Aber dann ist wahrscheinlich, kann das wahrscheinlich jeder. Gib mir das Geld! Nein, niemals! Kann meine Beine hinter meinen Kopf tun, obwohl ich nicht meine Beine dehne oder sowas. Das ist das, was ich meine mit Hüftgelenk rausmachen. Also ich kann das von Natur aus einfach so. Es ist weird. Hab außerdem Subs gegiftet. Sag mir, wie viele, hä? Wie viele hast du ihr gegeben, hä? Wie viele? Sag es! Wie viele hast du meiner Erzfeindin Genian gegeben, obwohl du mir gehörst? Nur zwei, ich schwöre. Nur zwei? Zwei sind zwei zu viel. Ich will drei. Hast du verstanden? Wie geil. Warum ich gerade dabei grinse, ist, meine Schwester hat mir die Treppe runtergekotzt. Danke schön, 69er. Oh, mein nächstes denn. Ziel. Übrigens eine Treppe. Was? 360er ist doch Freuds. Und Milchbaum haben wir gerade gesehen. Das ist wie der Zufall. Hi. Hochkotzen. Kotzen? Das ist mein Thema. Seit gestern. Nochmal. Übrigens eine Treppe. Oh, mein nächstes Ziel. Übrigens eine Treppe hochkotzen. Hä? Warum? Warum? In the English language. Was sind die Bedeutung? Ich hab's gestern geschafft, in die Kloschüssel zu kotzen. Aber ich habe die Kloschüssel auch vorher gestreichelt. Und hab gesagt. Kloschüssel. Liebe Kloschüssel. Ich weiß. Gleich wird's nicht schön für uns beide nicht. Aber Kloschüssel. Darf ich in dich reinkotzen? Und die Kloschüssel war so. Mal was anderes. Oh ja. Yeah. Besten Wörter im Deutschen. Abonniert Twitch Kids Germany. Jetzt! Beginnt es schlecht, ne? Einer stand da noch im Kurs. Ich bin der schlechteste Spieler der Welt! Ich hab dir drei gegeben. Was wird es jetzt? Ein Schmetterling.
Eine Raupe wird ein Schmetterling. Eine Raupe? Was bist du denn? Was ist das denn? Ein Seestern? Hä? War das nicht eine Raupe? Eine Raupe, das Mikrofon zu deaktivieren! Was ist das? Das ist gerade rausgefallen, als ich so doll geschüttelt habe. Eine Maske. Ich mach meine VR-Ausrüstung kaputt und ich bin genervt. Oh. Ich bin Batman! Er ist Batman! Ich bin Batman, ich sehe aus. Er ist Batman oder ein Taucher! Aus wie ein scheiß Taucher! Ja! Ein störendes Feuer. Hat er was im Körper zu tun? Ich will es auch spielen! Mensch, ich will es auch spielen, Corinne. Ja, wirklich. Pigmentstörung ist Melaninmangel. Ein Mangel an Melanin. Eine Mangelerscheinung. Was weiß ich nicht genau. Von Melanin! Aber ob das genau ist. Hat geklappt! Hast du gesehen? Guck mal, jetzt bin ich weiß geworden. Ja, hier ist Hä? Wie gut. Sie kann das ja richtig krass. Oha. Da war sie. Hä? Hey, wieso kann sie sowas? Ich will sowas auch. Ich habe übrigens in meiner Nähe gibt es ein Dojo. Und ich will ja schon seit über einem Jahr Samurai-Schwertkunst lernen. Und ich habe tatsächlich geliebäugelt mit einem Probetraining. Weil es gibt ja verschiedene, ne? Samurai-Schwertkunst ist nicht gleich wie Samurai. Es gibt, ich kann das nicht aussprechen, nicht merken. Es gibt dieses Kando, dieses etwas modernere, was dann auch mit den Weltmeisterschaften gibt. Dann gibt es irgendwie Laido oder Laido oder Liado oder so. Laido. Lacht nicht aus, wenn ihr das aussprechen könnt. Das ist aber eher so, da geht es aber eher darum, das ist kein Kampfsport, sondern da geht es darum, das Schwert perfekt zu führen. Die sind auch ganz langsam. Die holen dann so ganz langsam das Schwert raus und machen dann so Bewegungen. Es ist eher so meditieren und da geht es darum, zu zeigen, wie perfekt man das Schwert halten kann. Und dann zeigt man das so und dann steckt man es wieder zurück. Und dann gibt es halt noch Akaido? Warte. Was? Aikido? Heißt das so? Aikido. Oh Gott. Aikido heißt das. Und das ist dann so eine Mischung aus Kampfsport und Schwertkampf. Also Schwertscheiß und Kampfkram. Und das ist sogar gar nicht so weit weg. Und ich würde das so gern machen. Aber ich habe dann gedacht so, boah, geil, Probetraining, hätte ich schon Bock drauf. Und dann habe ich gesehen, wie viel das kostet. Jährlich dachte ich so, hä, pff, easy. Aber dann habe ich gesehen, alle 3 Monate kostet das so viel. Und da war ich so, alright, ich bin sowieso schon broke. Nope. Ich glaube, das werde ich nicht tun während meiner Ausbildung. Aber ich habe so Bock drauf, ich will das machen. Ich will Kampfsport machen und Schwert. Kampf und Schwert. Und dann will ich so... wisst ihr, welches Video mich inspiriert hat? Ach, ich zeig's jetzt nicht. Aber kennt ihr das? Es ging voll viral auf Instagram. Das war so ein... wahrscheinlich irgendein Lehrer. Der hatte so Bambus. Und der hatte sein Schwert in der Scheide neben sich liegen. Also sein Katana in der Scheide hatte er das drin liegen, ja? Und er kniet so davor. Und... er kniet so. Und dann macht der... zack, bam! Und das Bambus ist kaputt. Und ich so, wow! Bambus! Einfach Meister, meine ich doch, so ein Meister. Und ich denke mir so, das in Bruchteil einer Sekunde hat er das Schwert so rausgezogen. Bam! Und ich war so, wow! Ich werde Samurai! Und seitdem will ich Samurai werden. Und wenn ich mir einmal eine Sache in den Kopf gesetzt habe, dann werde ich das ganz mit Sicherheit auch durchziehen. Und ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Also werde ich das irgendwann auch durchziehen. Also, ja, ich bin da leider sehr irgendwie so komisch in meinem Kopf. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann würde es mich
kaputt machen, wenn ich das nicht umsetzen würde. Wenn das nicht passieren würde. Ah. Deswegen muss ich das irgendwann tun. Da war sie. Ich hab Tinnitus also, in den Augen, ich sehe nur Pfeifen. Ganz schlecht. Sie sollten das untersuchen lassen. Oh, oh, wir sind Pfeifen. Oh, oh nee, nein, 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 nein. Morgen. Hast du jetzt. Ich kann sehr vieles runterschlucken. Okay, oh mein Gott. Launching Smoke. Enemy spotted C. Ich hab nur Kopf gesehen, ich hab ihn nicht getroffen! Es war unmöglich, daneben zu schießen und ich schieß daneben! Mein Bild, es steht da drüben, Dalle. Magst du es sehen, Dalle? Es ist da. Wait. Ich häng fest! Ich häng fest! Ich zieh jetzt mal den Haarreif aus, ne? Hallo. Oh Scheiße! So, pass auf. Wenn ich hier meinen Fuß reinstrecke, kannst du mich hier immer noch sehen. So hängt die Wohnung. So hängt die Wohnung zusammen. Aua, absoluter Knaller. Was? Shinsuke, hier musst du vorsichtig sein. Weil ich mit dir hier zusammen rumlaufe? Nee, einfach weil die Gärten krass sind. Hab dich gewarnt. Oh. Ups. Tot. Deponia, oh mein Gott, oh Gott. Wer kennt das noch von Gronkh? Oh mein Gott, da kommen richtig alte Gefühle hoch. Oh mein Gott. Boah, Nostalgie des Todes. Haben wir Spaß. Einfach eine Barbie-Puppe! Oha! Man, Luna Funko-Pop! Oha, wir könnten auch einen Funko-Pop nehmen, aber look at this! I'm a Barbie-Doll! Dieser Narr! Dieser verdammte süße Narr! Danke, Fremde! Lol! Wo nähle ich? Was ist passiert? Ich wollte ein Licht ausstellen und ich habe vergessen, dass in derselben Steckerleiste die PlayStation drin ist. Ach, sie hat die komplette Steckerleiste ausgemacht. Oh, mies. Oh, okay. Ich hoffe, der speichert automatisch. Moment. Ich muss ja erstmal für Ordnung und Sauberkeit sorgen, cool. Ne? Cool, guck mal. Das geht sogar, oh. Wie geil! Boah, das ist jetzt fein. Ich habe gar keinen Herrn. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin. Ist überall, überall Menschen mit bunten Sachen. Was ist da unordentlich? Krass, ist es da unordentlich. Oh mein Gott. Warte, warte, das ist ihr Zimmer, oder? Aber wohnen die nicht zusammen? Sind die zusammen oder nicht? Alter, ich wollte es gerade hier größer machen, ich Idiot. Hier. Alter, was steht da rum? Abstellkammer. Schuppidubidu. Und ihr Zimmer ist so voll orange. Alter, der ist aber auch wieder. So richtig. Wenn man aufs Klo geht. Nee, warte mal, auch wieder. Was ist das? Was ist das für ein komisches Regal? Wenn man aufs Klo geht als Mann. Ist es immer so? Putzi, der Penner, der wollte, dass ich fürs Kino zahle. Hat sich eingeladen und gesagt, ey, ich komme mit ins Kino, aber du zahlst! Putzi, so läuft das nicht. So läuft das nicht. Wenn, dann zahle ich, aber du das Essen. Und dann muss man schütteln. Und wenn man Glück hat, dann zieht man die Hose wieder an und es passiert dann nicht das. Der letzte Tropfen. Ja. Das war knapp. Man muss schon auch Toilettenpapier benutzen. Oh!
eigentlich sind das so die Vergleiche, diese Fazite, die ich damit machen kann. Es kommt halt auf den Arsch drauf an. Findet man weicher geil oder he- Warum? Ja, einen weichen Arsch oder einen harten Arsch. Gibt's doch. Oh, weia. Naja, ja, doch schon. Es gibt schon harte Ärsche. Also, ich hatte schon Hartärsche, also ich hatte schon so trainierte harte Ärsche, aber ich hatte auch schon trainierte weiche Ärsche. Ich habe einen sehr trainierten, weichen Arsch momentan. Also nicht ich, sondern in Besitz. Ja. Und der ist sehr gut. Und der ist riesig. Und er ist geil. Das klingt weird, wenn ich sage, er ist riesig. Oh, oh, ja klar, was ja, für ein Trickshot. Ich liebe Ärsche. Ärsche gehen vor allem. Was für ein Trickshot. Ups, ich hab gar nicht gesehen, dass es schon losgeht. Jetzt sieht das jetzt nicht ganz so an. Ach so, oh. Oh mein Gott. Was? Wie frech ist das denn bitte? Ich hab's nicht gerafft. Filmen, die man gesehen haben muss oder so, der Hundi. Verlässt man sich bei den Filmen ja immer noch auf so eine Zusammenfassung. Foto, da liest du was, da jetzt. Siehst du zwei Screenshots, was sagt das schon ja, aus? Ja, gib ihm, schneller, gib ihm. Immer auch das Bild dabei. Das Geile daran ist, finde ich, den Hund. Das ist doch nicht toll, das ist doch nicht toll. Das geht doch schon nicht. Ich brech mir alles. Oh, ich hab Gänsehaut. Wieso? Okay. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt den Pimmel. Oh nein, hier. Bitte schön. Ja, Entschuldigung, ihr habt nichts gesehen. Die man gesehen haben muss oder so, verlässt man sich bei den Filmen ja immer noch auf so eine Zusammenfassung. Erst dachte ich, oh süßer Hund. Da liest du was, da siehst du zwei Screenshots, was sagt Hund. Das schon aus? Aber bei diesen Bildern, da hast du ja immer, auch das Bild dabei, ne? Es ist ja einfach das Geile daran. Oh, Alter. Häppchen, die man braucht, ignoriert den Vögel. Das ist so eklig. Nein! Ich will keinen komischen Hundepimmel sehen. Oh mein Gott. Meine Augen! Hä? Ich brech mir alles. Was laberst du? Okay. Jetzt bin ich schon wieder davor. Egal wo ich bin, ich stehe immer im Weg. Das hat meine Mama schon immer gesagt. Ich bin richtig gut im Weg stehen. Ich stehe immer im Weg, egal in meinem Leben. Ich stehe mir selber im Weg, ich stehe anderen im Weg. Ich stehe allem im Weg. Immer. Ich stehe immer im Weg. Es ist einfach. Mein Talent. Warte mal, ich zeichne auch mal eben eine Karte. Moment. So. Jetzt habe ich die abgezeichnet, jetzt muss ich nur da drauf gucken. Da muss ich die nämlich im Spiel nicht immer aufmachen. Das finde ich. Arthur, für dich mache ich natürlich alles. Warum hat sie so viele Brillen? What the fuck? Warum hat sie so viele Brillen? Okay, cool. So, dann kriegen wir jetzt aber ein Video wert der Woche. Hä, warum hat sie... ist sie Optikerin? Was ist sie? Warum hat sie so viele Brillen, Alter? Was isst du deine Suppe? Mit einer Gabel! Das habe ich extra für den Fall hier, dass der Clip kommt. Das ist nicht, weil ich hier selten mein Geschirr wegräume. Man hat eine Gabel und man hat hier die Suppe drin, okay? Und jetzt zeige ich dir, wie man mit der Gabel die Suppe isst. Man nimmt die Gabel, um sich an der Backe zu kratzen. Und schiebt sich die Suppe durch eine Bewegung wie diese rein. Das macht Sinn. So muss das gemacht werden. Das gleiche Move, nur dass ich schlucken kann und du nicht. Wow. Moment. Alarm! Oh, ich sag euch, ich würde so gerne das Spiel einfach so nehmen und so katang, katang, katang auf den Tisch machen und dann so patz, patz, patz und dann so krrk, 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 und dann so piu, aus dem Fenster. Okay, das und dann ist so richtig so rum, mit dem Lastwagen drüber. Geil. Geil. Zum Abschluss geben wir uns nochmal Gronkh. Abonniert Twitch Clips Germany. Hat er gesagt?
Hat der das gesagt? Wann habe ich das mitbekommen? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Von ein paar Videos habe ich das nicht mitbekommen? Geben wir uns nochmal Gronkh. Abonniert Twitch Clips Germany. Oh, warte mal. Das, was der Mann sagt. Sagt der Wehe, das wird reingeschnitten. Was der Mann sagt. Abonniert Twitch Clips Germany. Ja, gut. Nice. Ja, ich hab Bock auf Suppe. Achso, ich muss ja noch abmoderieren. Tschüss. Beste Abmod ever. Warte. Geiles Video, Freunde! Wow! 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 Krass, wir haben so viele krasse Dinge gesehen! In unserem Leben! Heftig! Abonniert! Schnabuliert! Ranguliert! Fangoschmiert! Und gibt ein Like, oder auch nicht! Yeah! Das ist eine gute Art, mal so funktioniert.